So, Leute. Wir sind jetzt beim vierten Tag meiner zweiten Trockenfastenkaskade. Und ja, ich fühle mich immer besser, muss ich sagen. Die ersten zwei Tage waren nicht ganz so geil. Die haben sich eher angefühlt wie ein Wasserfasten, weil man halt noch ziemlich viel Wasser im Körper hat. Und weil ich auch dem Tipp nachgegangen bin, kurz vor dem Fastenbeginn, der bei mir um 20:30 Uhr war, nochmal so viel wie möglich Wasser reinzukippen, das war nicht gut. Es hat sich dann alles nur verzögert insgesamt, bis man in die Mechaniken des, in die speziellen Mechaniken des Trockenfastens reinkommt, die da zum Beispiel wären, dass die Zellen irgendwann halt nicht nur um Nährstoffe, wie beim Wasserfasten auch, sondern auch um Wasser, meine ich, hätte ich gelesen, konkurrieren und die gesunden Zellen sind halt stärker und gewinnen dann und die alten werden dann verbrannt. Und die Ketogenese, also bis der Körper auf Fettstoffwechsel umstellt, hat sich jetzt auch irgendwie verzögert. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass mein Stoffwechsel von der ersten Kastenphosphate, ersten Kastenphosphate, Fastenkaskade noch ziemlich runtergefahren hat und in den 3 Tagen sich noch nicht erholt hat, weil der Körper braucht ungefähr doppelt so lange des Trockenfastens, also der Zeit des Trockenfastens, um den Stoffwechsel wieder anzupassen oder alle Körperfunktionen wieder anzupassen. Und in den 3 Aufbautagen, wo ich gegessen hatte, also eine Kaskade besteht immer aus einer Fastenphase und einer Aufbauphase, da war der Stoffwechsel noch nicht ganz hoch. Und das heißt, weil ich da auch wieder gegessen hatte, hat der Körper jetzt länger gebraucht, um diese Kohlenhydrate sozusagen wieder verbrennen insgesamt, weil der Stoffwechsel ziemlich runtergefahren war. Deswegen hat es jetzt circa 3 Tage gedauert, bis ich jetzt in der Ketose bin, vor ein paar Stunden, also jetzt am vierten Tag, also nach ungefähr 3 Tagen, ist es dann passiert, dass ich jetzt endlich in der Ketose bin und durch das Wasser trinken hat es sich angefühlt wie ein Wasserfasten, dadurch, dass die Ketogenese sich verspätet hat, waren die ersten 3 Tage jetzt doch nicht das, also die waren jetzt schwieriger, sage ich mal, vom körperlichen her als die erste Kaskade, obwohl ich weniger entgiftet hatte. Es war einfach nur lästiger, weil es sich halt wie ein Wasserfasten angefühlt hat und ein Trockenfasten ist halt normalerweise einfacher vom körperlichen her. Vom mentalen muss man halt sozusagen umstellen und darauf vertrauen, dass es funktioniert oder sich halt das aufgrund des Wissens darüber und dass es schon viele andere gemacht haben, dann halt umstellen. Aber vom Körper, also für den Körper ist es schonender insgesamt. Man entgiftet halt nicht auf die herkömmlichen Wege, dass die ganzen Gifte im Blutkreislauf richtig rumschwirren, dass die Nieren total arbeiten die ganze Zeit. Letztes Mal habe ich halt schon gemerkt, dass die Nieren ziemlich warm gelaufen sind sozusagen. Das habe ich jetzt gar nicht. Also ich spüre eigentlich fast keine Entgiftung momentan mehr. Ich fühle mich eigentlich im Gegenteil immer besser im Prinzip und werde ungefähr 5 Tage, also den vierten und fünften Tag auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann gucke ich einfach mal weiter. Habe mir jetzt nicht unbedingt irgendwas vorgenommen. Aber ich möchte nochmal sagen, also ganz klar sagen, dass das ein Sonderfall ist, was ich gerade mache, beziehungsweise dass das bei mir halt funktioniert und funktionieren kann, aber dass das nicht heißt, dass das bei anderen jetzt auch unbedingt funktioniert und es sogar mit einer ungefähr, ja, ich kann keine Wahrscheinlichkeit aussprechen, aber man sollte auf jeden Fall schon Fastenerfahrung gemacht haben, das ist Mindestvoraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist halt schon, dass man ziemlich reinen Körper hat, wo die Rückvergiftung oder die Entgiftung deswegen dann nicht so hart wird, weil die Entgiftung halt eine Menge Wasser braucht. Insgesamt, es ist aber so, dass wir aus Fettzellen, nach dem, was ich gelesen habe, ungefähr 60 Gramm aus 100 Gramm Fett an Wasser gewinnen können. Aber weil die Rückvergiftung so stark werden würde, würden die Nieren nach ungefähr 3 bis 4 Tagen bei den meisten überlastet werden. Wenn man schon relativ gut entgiftet ist durch Rohkost, durch eine lange Rohkostphase und durch schon erfahrene Fastenkuren, dass man auch Mentalerfahrung mal damit hat, dann kann sich das halt weiter nach hinten verschieben.
bis dieser Punkt kommt. Und da gibt es halt auch Videos und Berichte auch von Klienten von Ärzten, also die auf offiziellen, also es ist ein offizieller Arzt, eine offizielle Seite, wo dann dieser Bericht auch veröffentlicht ist, dass halt auch jemand da 5 Tage gefastet hat und es geht halt bis zu 21 Tage, das wurde veröffentlicht. In dem Fall aber von privat. Es gibt auch noch ganz viele andere Berichte. Was heißt ganz viele? Das muss man natürlich auch relativiert sehen. Also es ist noch ziemlich unbekannt, die Sache. Also was ich nur damit sagen will, ist, ich kann es nicht empfehlen, es selber zu machen. Also zumindest kein Langzeit-Trockenfasten. Langzeit-Trockenfasten fängt bei über 36 Stunden an. Und selbst da sollte man vorsichtig sein, zumindest, und wenn man zum Beispiel als Allesesser, der sehr viel Gift im Körper gespeichert hat, besonders jemand, der gleichzeitig auch noch sehr wenig Sport macht und wenig meditiert, da ist es so, dass man ungefähr 4 Wochen Vorbereitungszeit braucht. Und in den ersten 2 Wochen sich vegetarisch vegan ernährt und in den zweiten 2 Wochen Rohkost macht und mindestens einen Tag vorher noch ein Wasserfasten, um weicheren Übergang zu haben. Ja, eine dritte Kaskade werde ich wahrscheinlich nicht machen, weil ich eigentlich gar keinen Bock mehr auf Fasten habe. Und das wird auch das letzte Fasten sein vorerst. Und das letzte Fasten, das habe ich ja vor 5 Monaten schon gemacht. Also sozusagen ist es dann zweimal im Jahr jetzt gewesen, wenn ich jetzt den Januar noch zum letzten Jahr zurechnen würde. Nee, aber ich habe eigentlich nur das Ziel, meinen Körper zu heilen und das berichten sehr viele und sagt der Arzt halt auch, dass das der Fall ist bei vielen Dingen und das ist halt eine schonendere Methode für den Körper insgesamt, wenn man eben die richtige Vorbereitungszeit einhält und als Rohveganer ist man automatisch vorbereitet in den meisten Fällen, weil die Vorbereitung halt daraus besteht, vegan sich zu ernähren, 2 Wochen und 2 Wochen Rohkost. Und es ist gleichzeitig auch noch dreimal so effektiv, also warum sollte man es dann nicht mal ausprobieren? Und ich merke, dass der Körper sich momentan ziemlich gut heilt und wenn ich das halt durchziehe und wenn ich dann halt irgendwann Durst bekomme und so weiter, also ich habe momentan gar keinen Hunger und gar keinen Durst, ich könnte Wasser gar nicht sehen, gar nicht anfassen, sage ich mal so. Wenn dann höchstens Gurkensaft oder so, aber halt kein, sag ich mal, Wasser aus dem Hahn oder so. Wenn dann halt schon qualitativeres Wasser. Und wenn ich halt wirklich Durst bekomme und so weiter, werde ich das zu einem Wasserfasten dann umgestalten, umwandeln. Und das dann halt noch ein paar Tage machen insgesamt, bis ich halt merke, dass ich halt ausreichend geheilt bin insgesamt, damit ich nur diese eine Fastenkur noch machen muss. Damit hätte ich dann wirklich nach 5 Monaten erst wieder eine Fastenkur gemacht und die dann will ich dann auch wirklich qualitativ gestalten, erfolgreich abschließen, damit ich mich nicht damit rumschlagen muss, mit den Gedanken und dem Drang, vielleicht noch einen machen zu müssen, sondern ich will danach halt wirklich gut aufbauen, immer genug essen, um für meinen Sport genug Energie zu haben. Ich finde, man sieht auch schon am Hautbild und am Gesicht und am Bart, dass das viel besser aussieht. Nur, dass halt jetzt um Hals jetzt natürlich dünner geworden ist, aber das ist beim Fasten normal, dass man dann halt seine Reserven erstmal aufbraucht und die danach dann halt wieder aufbaut. Das ist ganz klar. Ja, wollte ich noch was dazu sagen? Wie gesagt, ich habe kein bisschen trockenen Mund. Ich habe immer noch einen ziemlich hohen Speichelfluss, den ich schon immer hatte. Ich habe auch keine trockene Haut. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber es ist überhaupt nicht trocken insgesamt. Fühle mich auch eigentlich ziemlich gut. Ich fühle mich teilweise besser, als wenn ich normal esse, muss ich sagen. Und mental sowieso. Mental geht es mir sowieso besser damit. Auch wenn die Früchte schon ziemlich verlockend und ziemlich geil sind, aber also nicht generell, also ich finde es jetzt mal mental ziemlich entlastend, sich nicht die ganze Zeit Gedanken drum zu machen, mit dem Essen und dass man jetzt Essen nutzt und so weiter. Also ich finde das ganz ehrlich gesagt schon eine Befreiung, beziehungsweise zumindest, dass man
danach auf weniger angewiesen ist. Also ich habe keine Lust mehr, irgendwann zu machen, jetzt brauche ich das Bio-Obst und muss davon aber dann 10 Bananen haben oder 10 irgendwas haben, damit ich irgendwie satt werde und so weiter. Sondern dass man davon halt wirklich mal eine Pause von hat. Und also es bringt fürs Mentale eigentlich ziemlich viel, mal sozusagen davon befreit zu sein. Also zumindest halt für eine Zeit lang. Das ist aber halt nicht die Hauptmotivation des Fastens. Die ist halt wirklich nur, um den Körper zu heilen. Und sonst interessiert mich Fasten eigentlich rein gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Jo. Wie wird meine Ernährung danach aussehen? Ich werde auf, oder am besten erstmal, wie ich das Fastenbrechen gestalte. Also das Fastenbrechen ist noch wichtiger als das Fasten selber. Weil das kann sonst ziemlich gefährlich werden. Der Stoffwechsel ist ziemlich runtergefahren. Und wenn man dann was Belastetes isst, dann kann das vom Körper nicht mehr schnell genug raustransportiert werden vom Stoffwechsel, weil halt nicht mehr so aktiv ist, richtig im Keller ist. Und jedes Gift, also zum Beispiel, wenn man allein schon konventionelles Obst dann als Fastenbrechen nach dem Wasser isst, kann das extrem gefährlich werden. Deswegen will ich auch nochmal ausdrücklich sagen, dass ich das niemandem empfehle. Ihr könnt da wirklich einen Kollaps erleiden, wirklich. Wenn ihr konventionelles Obst, besonders sowas wie Zitrusfrüchte oder sowas, nach dem Fastenbrechen eines Trockenfastens, aber beim Wasserfasten würde ich es auch nicht empfehlen, weil das ist einfach ein zu krasser Schritt, sich dann direkt wieder so Gifte reinzufahren. Und da will ich auf jeden Fall darauf achten. Also ich werde erstmal wahrscheinlich, das habe ich gelesen, dass frisch geschmolzenes Wasser ziemlich reinigend wirken sein soll und ziemlich schonend wirken soll. Das heißt, ich werde mir gefiltertes Wasser einfrieren und dann wurde gesagt, dass man eine Stunde lang an einem Glas Wasser trinken soll. Ne, eine halbe Stunde lang, eine halbe Stunde. Eine Stunde wäre ein bisschen übertrieben, aber eine halbe Stunde immer so einen Schluck nehmen soll. Der Körper, der ist das halt nach etlichen Tagen, von mir aus 100 Stunden oder so, halt nicht mehr gewohnt. Und dann später werde ich mir dann wahrscheinlich einen Gurkensaft gönnen. Also ich werde dann erstmal ein paar Tage wenig konsumieren, wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich ja sowieso ins Wasserfasten transferieren, aber beim Wasserfasten ist dann eigentlich gar kein Wasserfasten mehr, aber ich möchte da halt wirklich schon Mineralstoffe hinzufügen, ein bisschen zumindest, weil es mich gerade auch ziemlich aufregt, dass ich halt, dass der Sport halt, dass ich nicht laufen kann, weil ich schon so lange nicht laufen gewesen bin. Ich gehe dann stattdessen spazieren, das geht ziemlich gut und unterstützt mich auch, aber es ist kein Vergleich insgesamt. Und dann werde ich dann mal zumindest ausprobieren, ob das dann halt möglich ist, wenn ich genug Mineralstoff hinzufüge. Zwei entsaftete Gurken ist schon ein Drittel aller Mineralstoffe, die man braucht. Auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, könnte man einen Chronometer eingeben. Werde dann aber auch sowas wie Spinat entsaften oder Wildkräuter und so weiter, Wiesengras. Bis maximal 200 Kalorien insgesamt, um halt noch in einem Fasten drin zu bleiben, um in dem Fettstoffwechsel drin zu bleiben, Ketogenese. Um effizienter zu entgiften. Und um auch meinen Mineralstoffspeicher mittlerweile oder langsam mal wieder aufzufüllen insgesamt. Und deswegen werde ich das so gestalten, den Übergang. Also die 5 Tage dürften auf jeden Fall drin sein, außer es kommt halt spontan irgendwie, dass ich Schwermetalle entgifte aus dem Hirn oder so. Das kann auch immer sein, man muss da halt wirklich sehr vorsichtig sein. Deswegen, wie gesagt, empfehle ich es niemandem, über 36 Stunden zu machen und selbst das empfehle ich niemandem, aber so wird es gesagt oder so habe ich gelesen, dass 24 bis 36 Stunden jeder machen könnte. Und ja, ich habe aber trotzdem Sport geschafft und so weiter, was ich während des Wasserfastens nicht schaffe. Also ich konnte 3 Sätze à 30 Liegestütze machen, ich konnte 3 Sätze à 60 Kniebeuge machen, 3 Sätze à 10 Klimmzüge, Dips habe ich noch 30 gemacht im Satz. Das war es dann auch mit dem Sport und Spazierengehen halt. Das ist ungefähr 50% meiner Leistung. Und damit bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Also ich wäre auch zufrieden, wenn weniger gegangen wäre während des Fastens. Also da habe ich jetzt keine Ansprüche. Und ich will auch nicht zu viel machen. Ich will nicht unnötig Wasser verbrauchen und ich will auch den Körper nicht unnötig belasten, obwohl ich trotzdem jetzt einen leichten Muskelkater im Latissimus habe irgendwie.
Und dann ist die Energie schon ein bisschen runtergefahren gewesen, aber jetzt habe ich mich eigentlich schon erholt. Muskelkater ist auch besser geworden. Also die Regeneration funktioniert auch, obwohl die halt langsamer funktioniert, ist klar.